Moin Moin Freunde, ich bin's, der Erwin, und ich bin gerade bei hervorragend regnerischem Wetter unterwegs in die Sächsische Schweiz und möchte da Basteibrücke und die Elbe von Basteiaussicht fotografieren. An meiner Seite der Chris als Kameramann und wie immer meine Ronja. Wir befinden uns heute auf den Spuren von Hermann Krohn. Der deutsche Fotograf startete am 23. September 1853 zu seiner ersten fotografischen Landschaftstour durch die sächsisch-böhmische Schweiz. So fotografierte er schon damals die heute weltbekannte Basteibrücke. Bild Nummer 1 ist im Kasten. Dieses Bild habe ich jetzt gemacht, Manuell-Modus, Blende 8 und 1:20. Manuell-Einstellung, Blende 8, 1:25, 2 Sekunden Selbstauslöser und das Bild ist gemacht. Einpacken. Kurze Zusammenfassung für den heutigen Fototag, Bastei. Wir haben natürlich zu 100% im Regen gearbeitet. Was nicht schlimm ist, weil wir haben wetterfeste Sachen an. Wir sind zwar relativ gut durchnässt, aber für heute ist erstmal Schluss. Wir packen ein, haben noch eine zweistündige Autofahrt bis nach Hause vor uns und verabschieden uns hier bis zum nächsten Mal. Tschüss, Erwin.